Hallo und herzlich willkommen. Vor uns steht ein unscheinbarer brauner Karton und der deutet schon darauf hin, dass wir diesmal ein Business-Produkt testen, bei dem es nicht um Äußerlichkeiten geht. Lenovo hat uns das ThinkPad Helix 2 zur Verfügung gestellt, ein Gerät, das ja irgendwo zwischen Tablet und Ultrabook hin und her pendelt, sich in beiden Welten sozusagen heimisch fühlt und anspruchsvolle Business-Nutzer überzeugen soll. Ob das gelingen soll, werden wir in einem ausführlichen Test klären. Vorab gibt es hier unsere ersten Eindrücke im Video. Bevor wir das eigentliche Tablet vorstellen, noch der Blick auf den Lieferumfang. Der ist durchaus ganz interessant, weil er etwas von dem typischen Consumer-Tablet-Lieferumfang abweicht. Wir haben hier zum einen ein konventionelles Netzteil, wie man es auch von einem Notebook her erwarten würde, mit 36 Watt spezifiziert und nicht etwa mit Micro-USB-Anschluss, sondern mit einem separaten Stromanschluss. Per Klettverschluss lässt sich hier zumindest der eine Teil zusammenhalten, das lässt sich also dann auch halbwegs verstauen, ist aber natürlich dann doch etwas platzbedürftiger als ein durchschnittliches Tablet-Netzteil. Was wir hier außerdem sehen, ist, dass es einen Micro-HDMI auf VGA-Adapter gibt. Das ist natürlich eine Geschichte, die für den Privatanwender weniger relevant ist, aber gerade wenn man zum Beispiel jetzt noch irgendwo arbeitet, wo es ältere Beamer mit VGA-Anschluss gibt, kann dieses Zubehör ganz hilfreich sein. Und es gibt tatsächlich auch ein Stylus mit Halterung dazu. Das heißt also, auch die Stiftbedienung ist möglich. Die Bedienung, das ist ohnehin das große Schlagwort beim Helix 2. Für ein Business-Tablet reicht natürlich die einfache Touch-Bedienung nicht so wirklich aus. Man möchte ja damit dann doch etwas produktiver sein können. Und da liegt dann eben besonderes Augenmerk auf dem Tastaturdock. Lenovo bietet hier gleich zwei Lösungen an. Zum einen die Ultrabook-Tastatur und zum anderen die Ultrabook-Pro-Tastatur. Wir haben hier die Pro-Variante, die prinzipiell, wenn man den Preis mal außen vor lässt, auch sehr empfehlenswert ist, einfach deshalb, weil sie doch noch einiges mehr bietet. Ganz entscheidend vor allem, hier gibt es Scharniere. Wir haben also die Möglichkeit, hier den Neigungswinkel zu verändern und anzupassen. Das ist wesentlich ergonomischer. Bei der einfachen Ultrabook-Tastatur gibt es nur einen Neigungswinkel. Das ist doch eher hinderlich. Wir haben darüber hinaus einen integrierten Akku, der die Laufzeit erhöht, und wir haben auch noch zusätzliche Anschlüsse, die hier an der Rückseite zur Verfügung gestellt werden. DisplayPort, nochmal USB und auch nochmal einen weiteren Ladeanschluss. An den Seiten hingegen gibt es dann keine weiteren Anschlüsse. Generell eine solide gefertigte Eingabelösung, gibt hier zwar im Topcover-Bereich leicht nach, aber das fällt im Alltagseinsatz nicht so wirklich auf. Das ist jetzt nur, weil ich es wirklich darauf anlege. Was hier diese Ultrabook-Tastatur vor allem auszeichnet, das sind dann aber letztendlich wirklich die einzelnen Eingabegeräte. Wir haben ja drei Möglichkeiten. Wir haben erstmal eine Tastatur. Für die Verhältnisse eines Tastaturdocks beeindruckend. Ordentlicher Tastenhub, ganz knackig, präzise, im Prinzip wirklich eine ThinkPad-Tastatur hier für das Tablet und damit auch vergleichbaren Lösungen deutlich überlegen. Also im Tastaturbereich, da macht Lenovo hier bei diesem Tablet eigentlich keiner was vor. Auch das Touchpad kann überzeugen, ist relativ großzügig bemessen. Oft sind die ja bei diesen Tastaturdocks relativ schmal dann gehalten, damit das Ganze platzmäßig noch hinpasst, aber hier haben wir wirklich eine ordentliche Größe und wir haben dann natürlich auch hier noch diesen Trackstick in der Mitte. Wer das mag, kann also dann auch darüber den Cursor steuern. Die Verbindung zwischen Tastaturdock und Tablet wird denkbar einfach hergestellt. Wir haben hier die beiden Haltestifte und in der Mitte den Connector, können das Ganze dann einfach ineinander schieben,
Das rastet spürbar und hörbar ein und dann ist eben die Verbindung sicher hergestellt. Also das hält durchaus auch diese Belastung hier beim Hochheben stand. Von der Seite gesehen dann mal der Blick auf den Neigungswinkel, also flexibel anpassbar. Jetzt nicht gigantisch weit zu öffnen, aber in aller Regel sollte das ausreichend sein. Und wir sehen dann hier auch nochmal schön diese robusten Scharniere. Das ist ja letzten Endes wirklich fast ein kleines ThinkPad im 11,6 Zoll Format, das hier entsteht, wenn wir Tastatur, Dock und Tablet miteinander verbinden. Ja, schauen wir auf die Rückseite, dann fällt gleich dieser merkwürdige Huckel auf. Das ist der Smart Card Reader, meines Wissens nach nicht Standard, heißt also, es gibt das Modell auch mit flacher Rückseite und das ist prinzipiell angenehmer, dieser Huckel, der hat mich schon das eine oder andere Mal gestört jetzt im kurzen Testzeitraum. Aber für Business-Nutzung ist ein solcher Reader natürlich immer ja, eine Standardoption, die halt mit angeboten wird. Lenovo verbaut das Tablet in einem dunkelgrauen Aluminiumgehäuse, wirkt jetzt nicht besonders augenschmeichelnd oder spektakulär, aufregend, wie auch immer, aber es ist schließlich ein Businessgerät und da ist das dann auch genau angemessen. Wir sehen, wenn wir jetzt hier rund umschauen, dass es natürlich auch am Tablet nochmal einen Stromanschluss gibt. Darüber hinaus dann Bedienelemente. Lenovo typisch haben wir hier nicht nur den An-Aus-Knopf, sondern auch noch ein Bedienelement zum Sperren oder Freigeben der automatischen Bildschirmdrehung. Etwas verwirrend jetzt am Anfang, weil die beiden Elemente ja sehr ähnlich gestaltet wurden und eng beieinander liegen. Da drückt man dann gerne mal die falsche Taste, aber das ist sicher nur Gewöhnungssache. Lautstärkeregelung gibt es natürlich ebenfalls, genauso wie den Kopfhörereingang. Micro-HDMI auch nutzbar mit diesem schon gezeigten Adapter auf VGA. Und ja, noch ein paar Anschlüsse mehr, aber die sind hier versteckt. Besser gesagt, es gibt hier noch einen Anschluss, einmal USB 3.0, wie man es erwarten würde. Und dann hinter der zweiten Klappe die Kartenslots. Einmal MicroSD und einmal SIM-Kartenslot. Wir haben hier also das LTE-Modell vorliegen, quasi nahezu volle Hütte, was die Ausstattung angeht und können damit dann also auch das mobile Internet nutzen. Ansonsten auf der Rückseite zu sehen, die Kamera bei einem Business-Gerät natürlich eher irrelevant, aber trotzdem verbaut, kommt hier auf 5 Megapixel Auflösung. Eine Frontkamera gibt es natürlich ebenfalls, die ist sicher auch für den Geschäftsnutzer noch recht sinnvoll. Videokonferenzen mit Geschäftspartnern und so weiter sind damit möglich. Auflösung 2 Megapixel, also prinzipiell angemessen. Was wir an der Front außerdem sehen, das ist hier das NFC-Logo, der NFC-Sticker, der auch abgezogen werden kann, ist also mit an Bord, genauso wie schnelles WLAN nach dem AC-Standard. Drahtlose Konnektivität ist also allemal ordentlich. LTE gibt es ja wie angesprochen auch noch, zumindest optional. Da gibt es also nichts zu kritisieren. Und wir haben frontal außerdem eine Windows-Taste, immer gern gesehen, weil einfach gut zu erreichen. Was Verarbeitungsqualität und Materialeinsatz angeht, sind die Vorzeichen zwar eigentlich gut. Wir haben ja dieses Alu-Gehäuse. In der Praxis enttäuscht das Helix 2 mich aber doch etwas. Schon bei leichter Belastung haben wir hier so Knarzgeräusche aus dem Gehäuse. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass wir hier auch diesen zusätzlichen Buckel noch für die Smartcard haben und das vielleicht bei der normalen Version anders ist, aber hier bei dem Gehäuse fällt das auf. Wir haben auch bei Druckbelastung hier kleine Wellenbildung im Randbereich, die relativ schnell einsetzt. Also ich gebe mir jetzt nicht besonders viel Kraft, sondern drücke wirklich relativ entspannt drauf. Das wirkt alles nicht ganz so wertig wie zum Beispiel beim Surface Pro 3. Nichtsdestotrotz sollte das Helix 2 eigentlich auch für den Business-Einsatz ausreichend robust sein. Auf dem Desktop starten wir hier, ja, es lief schon, CPU-Z und kommen damit eigentlich zur spannendsten Veränderung am Helix 2 gegenüber dem Vorgänger.
Schon das erste Helix war konzeptuell ja durchaus spannend, krankte aber doch etwas an der damaligen Prozessorentechnik. Und da gab es natürlich in der letzten Zeit massive Fortschritte, von denen jetzt auch hier die zweite Generation des Helix profitieren kann. Zum Einsatz kommt Intels Core M in ganz verschiedenen Varianten. In unserem Modell ist es der Core M 5Y71. Und Core M hat einfach den Vorteil, dass aufgrund der geringen TDP, der kleinen Fertigungsgröße, wir hier einen geringen Energieverbrauch haben und damit also dann endlich auch die passive Kühlung ermöglicht bekommen. Es gibt also keinen Lüfter. Eine lautlose Nutzung des Tablets ist endlich möglich. Und das ist natürlich für den Alltagseinsatz sehr, sehr hilfreich. Zudem sollte der Energieverbrauch auch etwas geringer ausfallen und dann auch die Akkulaufzeiten von dem neuen Prozessor profitieren. Standardtakt 1,2 GHz bei 2 Kernen und ja, einen üppigen Turbo bis hin zu 2,9 GHz natürlich unter Umständen dann vom TDP bzw. Temperaturlimit eingefangen. Wie sich das Tablet dann performance-technisch wirklich schlägt, das werden wir jetzt für den Test noch herausfinden. Ansonsten vom ersten Eindruck her ein durchaus attraktives Businessgerät, sicher nur für einen kleinen Käuferkreis. Der Verkaufspreis hat es ja tatsächlich auch in sich. Attraktiv ist es vor allem dann, wenn man sehr auf eine gute Tastatur angewiesen ist, weil diese ThinkPad-Tastatur, die es dazu gibt, die ist der Konkurrenz doch weitgehend überlegen. Dazu dann eben auch spezifische Business-Features, die es ja entweder schon inklusive oder optional gibt und die das Gerät dann gerade auch von hochwertigen Consumer-Tablets absetzen, aber eben dadurch natürlich nur für einen kleinen Käuferkreis wirklich interessant machen. Alles weitere zum Lenovo ThinkPad Helix 2 gibt es dann in unserem ausführlichen Test auf hardwarelux.de.